Ich begrüße Sie auch heute zur letzten Coffee Lecture in diesem Semester. Wie gesagt, zum Thema Unpaywall und Co. nützliche Browser-Add-ons. Das heißt, in den nächsten 15 Minuten möchte ich Ihnen drei Browser-Erweiterungen vorstellen, die Sie im Prozess der Literaturrecherche nutzen können und die Sie dabei unterstützen, Zugang zu wissenschaftlicher Literatur zu bekommen bzw. wissenschaftliche Literatur zu bewerten. Konkret soll es gehen um diese drei Add-ons. Das ist einmal Unpaywall, PubPeer und Cite. Wobei die erste, eben Unpaywall, bezieht sich auf den Zugang zum wissenschaftlichen Volltexten und die beiden anderen auf die Bewertung im weiteren Sinne. Ich stelle das gleich konkret vor, was Sie dann genau machen. Ich starte mit Unpaywall als erste Browser-Erweiterung. Unpaywall ist ein Projekt der Non-Profit-Organisation Our Research. Diese Organisation hat eine ganze Reihe von Tools und Projekten rund um das wissenschaftliche Kommunikationswesen. Bekannt ist vielleicht noch OpenAlex, das ist eine wissenschaftliche Literaturdatenbank. Am bekanntesten ist aber auf jeden Fall Unpaywall. Und was macht Unpaywall genau? Unpaywall sammelt kostenfreie, also Open Access Inhalte von über 50.000 Verlagen und Repositorien und baut daraus eine Datenbank auf, die inzwischen ungefähr über 49 Millionen frei zugängliche Artikel enthält. Und die Browser-Erweiterung wiederum, die nutzt diese Datenbank und schaut im Hintergrund, auf einer Webseite, wenn man auf einer Webseite ist, gibt es eine frei zugängliche, einen frei zugänglichen Artikel als alternativen Zugang zu dem kostenpflichtigen Artikel, also zu Artikeln, die hinter einer Paywall sind. Soweit die Theorie. Genau, also Sie können entweder, ich nutze heute mal den Chrome als Browser, alle drei Add-ons gibt es aber auch für den Firefox. Sie können entweder direkt in den Chrome Web Store gehen und nach Unpaywall suchen oder Sie gehen eben auf die Seite von Unpaywall, unpaywall.org. Da sehen Sie auch eben, wie gesagt, es sind über 49 Millionen freie Artikel, die in dieser Datenbank sind und gehen dann auf Get the Extension und auf Add to Chrome und dann kommen Sie eben in den Web Store. Ich habe es jetzt vorab hier schon mal auf dem Browser installiert. Hier würden Sie dann den Button hinzufügen sehen. Da klicken Sie einfach drauf, bestätigen das und dann ist das hinzugefügt. Ich habe es eben vorab schon mal gemacht und wir haben es auch vorab schon mal aufgezeichnet. Wir laden es dann bei YouTube mit hoch, mitsamt der Aufzeichnung. Dann können Sie sich das im Nachhinein auch noch mal gerne im Detail Schritt für Schritt anschauen. Gut, Sie haben jetzt also das Browser-Add-on installiert und recherchieren jetzt quasi nach Literatur, zum Beispiel in Google Scholar oder haben einen Artikel gelesen, der einen anderen zitiert und rufen die Seite auf von diesem Artikel. Und Sie sehen jetzt, okay, der Titel klingt interessant und relevant für mich. Ich würde den Artikel gerne lesen, ich hätte gerne den Volltext. Das Erste, was Sie wahrscheinlich machen, wäre hier auf Read this Artikel gehen. Und dann sehen Sie, welche Möglichkeiten Sie haben, den Artikel zu lesen. Der ist nämlich in dem Fall hinter einer Paywall. Sie müssten also 45 Euro bezahlen, um Zugriff auf diesen Artikel zu bekommen. Wir haben diese Zeitschrift auch nicht lizenziert hier in der Bibliothek. Das würde im Prinzip automatisch erkannt werden, weil wir hier im Uninetz sind und Sie hätten dann Zugriff auf den Volltext. Das ist aber hier nicht der Fall. Und wenn Sie jetzt aber dieses Browser-Add-on installiert haben und Glück haben und an Paywall in der Datenbank eine freie Alternative gefunden hat, dann erscheint hier rechts so ein grünes Symbol mit einem weißen offenen Schloss in dem Symbol. Und wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wenn es hier keine freie Alternative gegeben hätte, dann wäre das grau hinterlegte Symbol. Und Unpaywall würde sagen, ich habe keine freie Alternative gefunden. Sie klicken jetzt aber einfach auf dieses grüne Symbol und kommen direkt zum PDF, zum Volltext von diesem Artikel. Also das, was Sie eigentlich gesucht haben und eigentlich brauchen. Der kleine Nachteil ist so ein bisschen, dass Sie direkt zum PDF kommen. Man weiß jetzt nicht genau, welche Version das eigentlich ist von dem Artikel. Ja? Also wenn man sich das jetzt anguckt vom Layout, kann man schon mal annehmen, dass es nicht die endgültig final publizierte Version in dem Journal ist. Ja? Einen kleinen Hinweis gibt hier oben die URL, da steht Revised Final. Ein guter Schritt oder hilfreich ist es dann immer einfach, die URL zu kürzen und zur Einstiegsseite zu kommen. Und dann sehen Sie, dass der Artikel in einem Repositorium veröffentlicht wurde von der Bournemouth University. Und da sehen Sie auch nochmal genau, um welche Version es sich handelt, das ist nämlich die Accepted Version. Und normalerweise werden immer drei Versionen unterschieden von einem Artikel. Die Submitted Version, also die eingereichte Version, die noch kein Begutachtungsverfahren durchlaufen hat, noch kein Peer Review. Die Accepted Version, das ist dann diese hier, die hat den Prozess durchlaufen und die ganzen Hinweise der Gutachter sind da schon eingearbeitet. Und dann die final publizierte Version, auch Version of Record genannt, das ist dann die, die das Layout hat und so formatiert ist und gesetzt ist, wie es dann in dem Journal erscheint.
Das heißt, die Accepted Version ist inhaltlich identisch mit der finalen Version, eben nur anders formatiert. Die können Sie aber verwenden und auch zitieren, wenn Sie auch darauf hinweisen, einfach welche Version Sie genommen haben. Sie haben auf jeden Fall mit einem Klick auf den Volltext, zu dem Sie sonst eben keinen Zugang hätten. So viel zu Unpaywall. Dann wechsle ich wieder kurz in die Präsentation und gehe zum nächsten Browser-Erweiterung. Das Stichwort Peer Review hatte ich ja gerade schon mal. Also Artikel durchlaufen ja normalerweise eben zum Begutachtungsprozess, ein Peer Review. Und es ist aber bekannt, dass auch Artikel, die so einen Prozess durchlaufen haben, nicht frei von Fehlern sind, von Plagiaten, von sonstigen Problemen. Und dass es trotzdem nötig ist, auch Artikel, die schon publiziert wurden und so ein Review-Verfahren durchlaufen haben, nochmal kritisch zu durchleuchten und kritisch zu betrachten. Und dafür gibt es eine Plattform, die nennt sich PubPeer und die ermöglicht eben so eine Diskussion und ein Kommentieren von veröffentlichten Publikationen. Das Ganze nennt man auch Post-Publication Peer Review. Und auf dieser Plattform kann man eben auf Mängel oder Fehler in den Publikationen hinweisen. In anonymer Form oder auch mit klaren Namen. Und das Browser-Add-on, was es zu PubPeer gibt, das weist dann wieder eben auf solche Kommentare hin. Auch das zeige ich dann jetzt mal live. Und zwar jetzt direkt an dem Beispiel. Also Sie kommen an dieses Browser-Add-on genauso wie an Paywall. Deswegen verzichte ich darauf, das jetzt nochmal zu zeigen. Also angenommen, Sie sind jetzt wieder im Zuge der Recherche auf einen Artikel gestoßen, auf eine Artikelseite. Und PubPeer schaut dann auf jeder Seite im Internet, wo Sie sich gerade bewegen. Gibt es dann in DOI so einen sogenannten Digital Object Identifier, der einen Artikel eindeutig identifiziert und gibt zu diesem Artikel in unserer Datenbank Kommentare. Und das hat jetzt hier festgestellt, okay, zu diesem Artikel gibt es 5 Kommentare auf PubPeer und es wird einem dann hier so mit so einer grünen Leiste angezeigt. Wenn ich jetzt darauf klicke, dann kriege ich die Kommentare eben, werde auf die PubPeer-Seite weitergeleitet und sehe diese Kommentare. Ich kann jetzt inhaltlich gar nichts zu sagen, weil das nicht mein Themengebiet ist oder so, aber da hat jetzt eben ein Nutzer in anonymer Form jetzt in dem Fall da einen Hinweis, also dem ist aufgefallen, dass an den Abbildungen möglicherweise was nicht stimmt und stellt es da eben zur Debatte und fragt auch, ob vielleicht die Autoren dazu was sagen können, die Autorinnen. Und da entsteht jetzt auch wirklich eine Diskussion, das ist nicht immer der Fall, aber in dem Beispiel ja. Eine der Autorinnen antwortet jetzt darauf eben, okay, ja, wir haben hier einiges durcheinander gebracht, die Abbildungen wurden falsch gelabelt und wir haben es komplett übersehen, also danke für den Hinweis und sie wollen da auch eine Erratung zu schreiben und so weiter. Und dann geht es nochmal weiter, ein zweiter weiterer Nutzer weist dann darauf hin, dass es wohl häufiger vorkommt, auch in anderen Artikeln gibt es da schon Kommentare. Also wenn man jetzt gehabt hat, zum Beispiel sich auf diesen Artikel in der eigenen Forschung zu beziehen, ist es natürlich ein extrem wichtiger Hinweis zu bekommen, dass da so ein möglicherweise grober Fehler in der Abbildung ist, von dem man sonst vielleicht nichts mitbekommen hätte. Genau, also das ist das, was PubPeer macht. Und wie gesagt, man kriegt das angezeigt auf einer konkreten Artikelseite, aber auch zum Beispiel überall, wo wissenschaftliche Artikel auch zitiert werden. Also wenn Sie zum Beispiel auf Wikipedia einen Artikel zu irgendwas lesen, hier zum Beispiel zu Citation, dann werden in diesen Wikipedia-Artikeln ja auch oft wissenschaftliche Artikel zitiert. Es ist jetzt selbst eben kein wissenschaftlicher Artikel, aber dort werden welche zitiert und dann wird hier oben eben wiederum angezeigt, es gibt auf dieser Seite eben, werden 2 Artikel zitiert, die auch PubPeer-Kommentare haben. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt hier direkt draufgehen und das ist jetzt ein Beispiel, wo das angezeigt wird, obwohl dann keiner da ist. Möglicherweise war da schon mal einer, der gelöscht wurde, das weiß ich jetzt nicht genau, aber in dem anderen Fall sind dann auch wieder Kommentare und konkrete Hinweise, wo möglicherweise Probleme sind in dem Artikel, die man sich da angucken kann. So viel zu PubPeer. Und das letzte Browser-Add-on, was ich noch vorstellen möchte, nennt sich Cite. Wenn Sie schon ein bisschen Erfahrung mit Recherche haben nach wissenschaftlicher Literatur, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass in bestimmten Datenbanken wie Web of Science oder in Google Scholar wird Ihnen angezeigt, wie häufig ein Artikel zitiert wurde. Und Sie können dann auch nachschauen, von wem der Artikel zitiert wurde. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Zitationszahlen, aber es kann schon mal einen groben Hinweis geben darauf, ob ein Artikel, ja, wie bedeutsam der jetzt ist in der Forschung. Und Cite geht es nochmal einen Schritt weiter und zählt nicht nur, wie häufig ein Artikel zitiert wurde, sondern versucht zu klassifizieren, wie der Artikel genau zitiert wurde. Und dazu setzt es ein Deep Learning Modell ein,
und kategorisiert jede Zitation oder versucht jede Zitation zu kategorisieren in eine von drei Kategorien, die nennen sich Mentioning, Supporting oder Contrasting. Also wird nur erwähnt, der Artikel, oder unterstützt das Argument oder widerspricht dem. Und das Browser-Add-on in dem Fall zeigt dann diese sogenannten Smart Citations, also Seiten, die Smart Citations wiederum auf den Webseiten wissenschaftlicher Artikel an. Das zeige ich jetzt mal hier in dem Beispiel. Das ist ein Artikel, der so ein bisschen größere Bekanntheit auch erlangt hat. Vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört. Da geht es um den Zusammenhang von Staatsschulden und Wachstum. Und da wurde dann festgestellt später durch einen Student, dass da Fehler in der Excel-Analyse und so weiter gemacht wurden. Deswegen hat er zum Beispiel auch Kommentare auf Papier, aber darum geht es jetzt hier nicht in dem Beispiel, sondern wenn Sie dieses Site-Add-on installiert haben, dann werden hier rechts, gibt es so einen kleinen Badge, nennt sich das, und da wird dann angezeigt, wie häufig der Artikel zitiert wurde, das ist die obere Zahl, oder wie häufig er positiv zitiert wurde, also Supporting, Mentioning und Contrasting. Das sind diese drei Zahlen. Wenn man hier auf diesen Badge geht, dann kommt man auf die Webseite von Site zu diesem Artikel und kriegt dann nochmal ein bisschen genauere Informationen. Wenn man sich vielleicht am Anfang immer ein bisschen wundert, wie kommen diese Zahlen zustande? Also diese 1841 Publikationen gibt es insgesamt, die diesen Artikel zitiert haben in dieser Site-Datenbank. Und um natürlich diese Zitation klassifizieren zu können, braucht Site den Volltext. Und Site hat zwar Vereinbarungen mit einer ganzen Reihe Verlage und greift auf diese ganzen Open Access Artikel zu, aber hat nicht den Volltext von allen Artikeln. Deswegen kannst du diese Citation Statements nur von einer Teilmenge dann auch klassifizieren. Deswegen ist diese Zahl meistens kleiner als diese. Das wird hier dann auch, wenn man hier drüber fährt, nochmal erläutert. Und Sie kriegen jetzt eben dann ein Beispiel, also die erste, eine von diesen 1414 Citation Statements schaut dann eben so aus. Sie kriegen den Kontext von dieser Zitation, also den Satz vorher und den Satz danach noch, und sehen auch, wie das von Site klassifiziert wurde, nämlich als Mentioning in dem Fall. Was man sich, wenn man sich aber genau anschaut, ist, das sieht man, dass der Algorithmus eben noch nicht so gut funktioniert, weil hier in dem Satz vorher steht eben, dass dieser Artikel eben den Impact von der Verschuldung auf das Wachstum eben stark übertrieben hat, und danach, in dem Satz danach wird eben auch auf diesen Excel-Fehler hingewiesen. Also ich würde das eigentlich eher als Contrasting Zitation einordnen, aber ja. Es funktioniert eben mit diesen Modellen und funktioniert noch nicht so richtig hundertprozentig gut. Aber Sie kriegen zumindest einen Eindruck von dem Kontext, den Sie sonst nicht unbedingt haben, wenn Sie jetzt nur die Zitationszahl haben. Das Problem bei Site ist allerdings, dass die freie Version sozusagen eingeschränkt ist. Wenn Sie es vollkommen nutzen wollen, wird es dann kostenpflichtig. Das heißt, Sie kriegen jetzt hier nur einen Kontext angezeigt. Und wenn Sie dann mehrere sehen wollen, steht hier, man muss sich registrieren. Da gibt es eine 7 Tage freie Registrierung, aber dann gibt es nur dieses Premium-Angebot, was dann kostenpflichtig ist. Und auch wenn Sie jetzt zum Beispiel speziell interessiert sind, welche Artikel haben denn sozusagen Contrasting das zitiert, also darauf widersprechend, oder dann kriegen Sie auch den Hinweis, dass man sich einloggen muss. Also das ist leider ein bisschen die Einschränkung an Site Add-on. Und genau, also das funktioniert jetzt auf so einer einzelnen Artikelseite. Es funktioniert aber auch in wissenschaftlichen Suchmaschinen oder Datenbanken wie PubMed oder Google Scholar. Wenn Sie also jetzt ein normales Such in Google Scholar machen und dieses Site-Add-on installiert haben, normalerweise wird ein Treffer eben hier so ausschauen. Das ist der obere Teil von Google Scholar, und dann kommt noch dieser Badge jeweils unten mit dazu, der dann angezeigt wird bei jedem Treffer. Und Sie sehen auch schon, dass die Zahlen hier meistens niedriger sind, weil die Datenbasis einfach kleiner ist von Site als von Google Scholar. Aber Sie haben eben diese Unterscheidung nach Supporting, Mentioning und Contrasting. Wenn Sie aber allerdings mehrere sich mal angucken, dann werden Sie schnell feststellen, dass fast immer nur der größte Teil Mentioning ist. Also das prinzipiell ist es so auch in der Literatur, dass selten kritisch zitiert wird und negativ zitiert wird, aber vermutlich ist auch der Algorithmus vielleicht da noch nicht so ganz ausgereift. Also in den ganzen Beispielen hier sind es eigentlich fast immer nur Mentioning-Zitationen. Gut, das war das dritte Browser-Add-on. Und wir sind auch mit der Zeit schon durch. Ich kann wie immer nur empfehlen, bei solchen Tools einfach mal ausprobieren, einfach mal testen. Wenn es einem doch zu viel wird an Sachen, die dann da aufpoppen oder erscheinen, kann man es auch wieder deinstallieren. Aber vor allem Papier, noch an Paywall, finde ich schon sehr nützlich. Bei Site ist der Mehrwert ein bisschen, ja, lässt sich drüber streiten.